Alle Jahre wieder bescheren uns die Konami-Japaner eine neue Castlevania-Episode. Hauptdarsteller in Curse of Darkness sind des Fürsten ehemaliger Handlanger Isaac und Hector. Ihr steuert den Teufelsschmied Hector. Hector hat seinen Meister Dracula vor 3 Jahren an Trevor Belmont verraten, der den Vampirfürsten unter die Erde gebracht hat. Isaac fand das gar nicht lustig und ließ daraufhin die Frau von Hector öffentlich verbrennen. Das fand Hector extrem unlustig und hat seinem ehemals besten Kumpel Rache geschworen. For the death of Rosalie. Genau wie in dem PS2-Vorgänger marschiert ihr durch kilometerlange Schlossgänge und Kellergewölbe oder spaziert über Gebirgspfade und zerlegt reihenweise fieses Lumpenpack. Diesmal müsst ihr euch aber nicht mit starren Kameraperspektiven herumärgern. In Curse of Darkness könnt ihr nun auch den Kameramann spielen. Das soll's mit neuen Features aber noch lange nicht gewesen sein. Die nächste Neuerung nennt sich Unschuldsteufel. Hinter dem Namen verbergen sich mystische Kreaturen, die euch im Kampf gegen die Höllenbrut unterstützen. Jeder Teufel verfügt über spezielle Talente und Fähigkeiten. Diese kleine Fee beispielsweise bringt mit ihrem Zauberstab eure Lebensenergie wieder auf Vordermann. Dieser Golem geht euch im Kampf zur Hand. Mit seinen riesigen Fäusten macht er aus jedem noch so gepanzerten Fiesling ruckzuck Kleinholz. Für jedes erledigte Monster erhalten die Teufel und Held Hector Erfahrungspunkte, mit denen ihre Fähigkeiten ausgebaut werden. Aber nicht nur das. Die Biester hinterlassen nach ihrem Ableben Rohstoffe. Aus dem Krempel kann der ehemalige Schmied Waffen oder Rüstungen bauen. Hierzu wechselt ihr einfach ins Menü und wählt den Punkt Kombinieren. Jetzt noch schnell auswählen, was ihr erstellen möchtet und fertig ist die Kiste. Vorausgesetzt, ihr habt die nötigen Rohstoffe im Beutel. Trotz der überarbeiteten Kamera und den neuen Elementen wie den Unschuldsteufeln und dem Waffenbau-Feature will Curse of Darkness nicht wirklich kicken. Immer wieder durch irgendwelche Kellergewölbe rennen und schäbige Monster zerhacken wird auf die Dauer langweilig. Bis auf die neuen Waffen und Rüstungen und dem ein oder anderen Bossgegner bietet die Metzelei kaum Abwechslung. Zudem sieht das Teil aus wie aus dem PS2-Mittelalter. Die Umgebungen sind stellenweise richtig schäbig texturiert. Den Vogel schießt aber das Orgelgejaule im Hintergrund ab. Die Tracks klingen fast immer gleich und wiederholen sich zudem auch noch.